Und hier machen wir jetzt einfach unser gutes altes Gewehrspielchen. Oh. Fängt er einfach an zu rennen. Wer hat dir das dann erlaubt? Dein Verhalten zu ändern. Dich am Ende noch an unsere Strategie anzupassen. Das würde ja bedeuten, du hättest irgendwie sowas ähnliches wie ein Gehirn. Nee, sowas hier bitte hier nicht. Verhalte dich wie die tote Hülle, die du bist. Du vermaledeiter Geist. Frechheit. Ich sag dir. Ruhe im Karton. Das war jetzt nur so mittelmäßig smart. Egal. Na, und da ist jetzt der Ward drauf. Welch ist er? So, ho, Versteckt er sich hinter dem? Frechheit. Hä? So. Da ist dann gleich der nächste. Okay. Schon blöder, wenn man größer ist als der Rest, ne? You're on your own here, Red. Au. So. Okay, okay, okay. Das war schön daneben. Der blockt. Das ist okay. Ah, shit. Okay. Hat er jetzt aus dem Sprung, aus dem Sprint wieder nicht genommen. Manchmal bleibt er einfach stehen, wenn ich versuche, aus dem Sprint anzugreifen. Das ist ein bisschen schade. Also so, es ist nicht so häufig, aber so gelegentlich hat das Kampfsystem noch einen Haker. So, jetzt haben wir nur noch den da.
sollte ja machbar sein. So. Oh, komm her. Oh, zack. Stay down. Heieieiei. Puh. Jetzt bin ich dann doch ein bisschen ins Schwitzen geraten, muss ich zugeben. Mein lieber Herr Gesangsverein. Da wollten sie es aber wissen. So. Ei. Ist das Elden Ring? Manchmal hat man das Gefühl, ne? Manchmal hat man das Gefühl. Emeril, cheers. Okay. Naja. Ich wollte ja auf schwer spielen, ne? Ich habe mir das ja ausgesucht. Eieiei. Eieiei. So. Wie jetzt? Nö, 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 nö. Ihr glaubt echt, nachdem ich gerade dieses Nest gesäubert habe, könnt ihr mir hier irgendwas erzählen? Ihr paar Aushilfsgeister. Ja? Glaubt ihr das? Hier, denkt mal drüber nach. Try this on. Unerhört. So. Someone's left us a fire camp to use. Wie nett. Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen klamm hier. Something has me. Wards. Persönlich würde hier halt eher nicht campieren. Weil das bestimmt innerhalb der Blutzone ist. Aber hey. Ladungsverzeichnis eines gestrandeten Schiffs. Schiff aus Plymouth, ausgelaufen am 30. September 1685 mit Ziel Boston. Besatzung 30 Mann. Ladung: Fässer mit Brandy 10, Fässer mit Cider 15, Fässer mit Bier 15, Fässer mit Wein 30, Fässer mit Wasser 60. Kisten mit Leder 30, Kisten mit Eisen 35, Kisten mit Wolle 35. Und die Superzahl.
Okay, aber wo ist jetzt der Ward? Logbuch des Kapitäns eines gestrandeten Schiffes. 12. Oktober 1685, also auch vor 10 Jahren. Die Greta hat Plymouth am 30. September 1685 verlassen. Ah ja, das ist das Schiff zu dem Gestrandeten, den wir vorhin gelesen haben. Wir sind erst seit 2 Wochen auf See, aber das Wetter ist seit unserer Abreise Laune schon quält uns unentwegt. Die Wellen schlagen gegen den Rumpf und der Sturm lässt uns nicht mehr los. Das zieht die Moral der Männer, die sowieso schon erschöpft sind, noch weiter runter. 22. Oktober 1685. Biddy Ware, unser Steuermann, ist ein eher pessimistischer Zeitgenosse. Ein wenig zu pessimistisch für meinen Geschmack, aber er ist ein erfahrener Seemann, mit dem ich nicht zum ersten Mal reise. Ich verstehe nicht, warum er so verzweifelt aussieht. Er spricht nur, um sich über die Überfahrt zu beschweren und zu behaupten, wir würden direkt auf das Verderben zusteuern. Wenn er nicht bald den Rand hält, werde ich ihn knebeln und an den Hauptmast fesseln. 24. Oktober 1685. Matrose Kenneham ist heute von uns gegangen. Er litt schon seit einigen Tagen an hohem Fieber. Er war der Jüngste an Bord, kaum erwachsen, noch ein Kind. Ich werde seiner Mutter die Nachricht überbringen müssen. Das ist eine Sache an meinem Beruf, auf die ich gut verzichten könnte. 3. November 1685. Das schlechte Wetter drückte Greta immer wieder Richtung Küste. Es ist, als ob der Wind und der Nebel nicht wollen, dass wir einen sicheren Hafen anlaufen. Heute Nacht hat mir Bevidere geraten, schnellstmöglich irgendwo Zuflucht zu suchen. Ich bin noch einmal meine alten Karten durchgegangen. Da wurde mir bewusst, dass das kleine Städtchen Uiden nicht weit entfernt liegt. Ich war dort zuletzt vor einigen Jahren. Die Kolonie war klein, aber vielleicht können wir dort Hilfe finden. Gleich morgen früh werde ich Kurs auf den kleinen Hafen setzen, trotz des dichten Nebels. Hoffen wir auf das Beste. Der Rest des Logbuchs ist unkenntlich. Ja, ich würde sagen, wir wissen, wie das geendet ist, oder? Red, I can't manifest anymore. Oh. I can't worry. Da draußen. Aber ich komme von hier nicht ran. Oh. Da fällt doch glatt ein Fass vom Himmel. Ich werde einmal kurz hier ein Feuerchen machen. Und dann gucken wir uns das mit dem Ward einmal näher an. Natürlich noch den Loot rauspolken. Ja, haha, hier kommen wir immer noch nicht weiter. So. Oh. Ohoho. Brauchen wir, um das aufzuleveln? Silber und Geister. Da haben wir genug von. Da brauchen wir mehr Winterlieb. Ja. Oh, ist okay. So hätte ich gleich nach der nächsten Stufe gucken können. Wir wollten Winterlieb. Ja, nee, da können wir jetzt nichts machen. Glücksstern. Nee. Ich weiß nicht. Macht mich alles nicht so an, wenn ich ehrlich bin. Brauchen die denn für die Upgrades? Leeren Splitter, davon haben wir nicht so viele. Da würde ich erstmal von absehen. Hier, das kostet quasi nichts. Das machen wir. Kostet auch nicht viel.
Für die nächste wollen sie dann Elite-Juwele. Schemenhorst-Schlick. Von Hexen erworben oder in den Überresten eines Nests zu finden. Also gar nicht so viel. Würde ich mir erstmal aufsparen. Dafür, dass ich bisher eigentlich nicht vorhabe, die zu benutzen. Hier ist gar nichts aufzuleveln. Hier die Sude können wir aufleveln. Wenn das punktetechnisch dann mithalten kann, wenigstens halbwegs. Könnte klappen. Ah, es will aber unsere ganzen Schemenhorstschlicke. Schweiß nicht. Aber 20% mehr Bannpunkte sind schon geil, ne? Weiß nicht. Dann level ich hier ja noch die hoch. Bitte. Auf 140, 170. 20, 24. Ja, heilt halt nicht viel, ne? Der hier halt 230, 115. Der hier ist dann bei, was habe ich gesagt, 140, 170 und 140 und 70. Na, ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht. Fühle ich nicht. Was wollen wir hier für die nächste Stufe? Ein Schemenhorst-Schlick. Was ist denn das Geisterpunkte gewinnen? Aber die Passive ist halt schlecht. Ne. Da investieren wir gar nicht erst. Was haben wir hier? Spektralschaden. Wäre mehr, wenn ein Terran-Gegner besiegt, verursacht der nächste schwere Angriff von 50% mehr Schaden. Gegen der mit einem Schlagangriff getroffen hat, erhöht den Schaden von Schlagangriff von 15%. Dieser Effekt ist stapelbar. Okay, es ist einfach nicht schlagbar. Wenn ein Gegner mit einer Manifestation getroffen wird, werden 5 Geisterpunkte wiederhergestellt. Größerer Wirkungsbereich von Spektralexplosion. Wenn Gegner von einer Manifestation getroffen wird, bevor es auch der nächste leichte bzw. schwere Angriff. Okay, das ist nett. 6. Dann durch Manifestation 40. Wäre mehr. Stärke. Qualität. Machen wir. Hier investieren wir auch. Ja, hier investieren wir auch die Seelenscherbe. Das sehe ich. Haben wir hier Verbannungsschaden sinkt, Bannpunktegewinn sinkt, dafür viel mehr Ausdauer. Je höher die Geistanzeige, desto höher ist der von uns hier verursachte Schaden. Je niedriger die Geisteranzeige, desto höher ist der von Red verursachte Schaden. Okay, es synergiert einfach mit dem natürlichen Spielstil viel mehr, ne? So. Ja. Zack.
Dann gucken wir hier einmal außen rum. Da. Das war aber nicht der Ward. Das war die Seelenscherbe. Ist der Ward auf der anderen Seite? Body Ward. Hier ist spontan erstmal nix. Geht hier auch nicht weiter. Wir müssen durch das Schiff durch. Na gut, da hinten werden wir dann eh von dem Efeu geblockt. Dann hier den Kumpel schon mal runterschießen. Geht ja auf Dauer schon so ein bisschen aufs Knick, was er da macht. Okay, dann also doch von innen. Take care. Ah! The place is warded. Okay. Eigentlich war es echt einfach zu sehen. Ich hatte nur echt Tomaten auf den Augen. Wasn't I always? So. Okay, da war ein Loch, aber da ist es nichts für uns. So. Ach nee, es ist nur eine Fackel. Das ist gar kein Efeu. Na dann ist ja alles gut. Ich nenne das immer meine Scheuklappen. Ist so ein bisschen so, ne? Manchmal rennt man einfach so tüdelüdelü durch die Welt. Nice view. Look at that old wreck. Hey, I'm not that old. Das ist die zweite Hälfte der Greta. So, von da geht's lang. Gute Nacht, Frau Reichenstein. Danke fürs lange dabei sein. Cave. Wonderful. Er hat auch keinen Bock mehr. Ich versteh's. Verstehe ich sehr. Right, where's the exit? We found our way in, we'll find our way out. Ach, du Kacke. Perhaps you let me take the lead here. Aha. Okay, ich kann hier ohne Schwierigkeiten sein. Das ist ja gut. Gilt also nur für da draußen. Das ist okay. No, still can't see a damn thing. I'll lend you my eyes if you like. Ja, aber wie kommen wir da rüber?
Brauchen dieses Dings da. Komm, let me show you the way. Okay, ich kann hier nicht schießen. Muss also nochmal. Aber von wo? Von da oben. Wie komme ich da hin? Aha. Can I tell my arse my elbow? Redewendung ist der Hammer, ne? Komm hier nicht durch. Ah. Nicht zu nah dran. Nee. Nicht so gedacht, dass ich hier durchschieße, habe ich das Gefühl. Ah. I'm as blind as a bat here. Not if you look through my eyes. Oh. Hier kann er was sehen. Kann ich von hier? Ja. Von hier kann ich da frei machen. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt einmal hier um den Pudding. Und dann Kapeng. Well, that was exciting. Und dann Ruhe im Karton. Ride it out.